Was geht ab, Raphaelus, Race? Back, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Liebe Freunde, ich habe mich hier an der Küchenzeile mit dieser jungen Dame hier versammelt. Hallo. Und zwar ist die Bibi heute am Start und der Julian hinter der Kamera. Nicht wundern, wir dürfen nicht ganz so laut reden, weil die Kinder schon schlafen. Und bevor wir uns den wohlverdienten Schlaf verdient haben, müssen wir hier aber noch eine Aufgabe erledigen. Und zwar Preise erraten. Ja, super. Das wird extrem peinlich. Ich glaube, das liegt in unserer Familie, dass wir mit Zahlen nicht so gut umgehen können. Der Julian ist nämlich jetzt die letzte Stunde hier durch das ganze Haus gerannt und hat irgendwelche Produkte rausgesucht, die hier so rumliegen, wo wir jetzt gleich den Wert schätzen müssen. Und ihr dürft sehr gerne natürlich mitmachen. Also schreibt gerne immer in die Kommentare, was ihr denkt, wie viel das kosten würde, wenn man es im Laden kauft. Oh, ich werde sehr krass abfangen. Okay, warte, ich will einfach mal was ausprobieren. Wie viel Follower habt ihr auf Instagram? Jeder von sich selbst. Das ist unangenehm. 7,1 Millionen? Ja, warte, ihr 843.000. Richtig, und du hast 7,8 Millionen. Echt? Ja, perfekt. Also das ist nicht mal das, weißt du. Oha, krass. Ich bin froh, dass du den Millionenbetrag richtig gesagt hast. Okay, ja. Damit bin ich auf jeden Fall schon im Rennen, liebe Freunde. Ich habe aber echt Angst, es wird wirklich peinlich. Ich bin so ein Typ, wenn ich einkaufen gehe im Supermarkt. Ich gucke schon auf die Preise, aber sobald ich das in den Einkaufswagen lege, habe ich den Preis wieder vergessen. Ja, das ist ja super. Dann ist es immer so pokern, ob ich genug Geld dabei habe an der Kasse oder nicht. Das ist unangenehm. Ich dachte mir, ihr habt doch bestimmt Durst. Darum erratet doch mal, was dieses wunderschöne, also ohne Inhalt, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, es. Was das Glas Wasser wert ist. Also das Glas das entspannt. Glas, also nur das Glas. Nur das Glas, ja. Boah, das sieht aber so teuer aus, ey. Ich weiß, dass du das voll lange gesucht hast im Internet und nie gefunden hast. Also wird das irgend so ein Special-Gerät. Das stimmt, darum war es ein bisschen teurer, aber mehr Tipps gebe ich nicht. Aber hast du das als Pack gekauft? Waren da mehrere Sachen? Das waren zwei Teile, ja. Zwei Teile, dann muss das aber teuer sein. Aber ich habe den Preis runtergerechnet. Also geteilt durch zwei muss ich dann rechnen. Das ist viel Mathe für die Uhrzeit. Darf ich antworten? Also wenn das jetzt gleichzeitig. Okay, wenn das so zwei Gläser pro Pack sind, dann müssen das teure Gläser sein, weil du kaufst ja keine billigen Gläser nur im Zweierpack. Sollen wir gleichzeitig sagen? Du kannst doch auch bei Ikea einzelne Gläser kaufen. Deine Theorie macht gar keinen Sinn. Ich bin sowas von daneben. 2, 1, 9,45 Euro. Was hast du gesagt? 9,80 Euro. Pro Glas? Pro Glas. Und du? 18,45 Euro. Für ein Glas? Also ein Glas hat 12,50 Euro gekostet. Demnach hat Raphael recht. Oh, dafür kriege ich das Glas Wasser. 12 Euro? Machen wir mal weiter. Es war wieder ein Zweierpack und tut so, als wäre die Packung voll. Okay? Ich wollte sagen, muss ich den fehlenden Inhalt schon abrechnen. Nein. Das macht man sich nie sicher, ne? Salzstangen, die sind bestimmt recht günstig, oder? Aber, was hast du gesagt? Also ein Zweierpackung war ja, das, ne? Also Zweierpack. Ich habe sogar exakt dieselben zu Hause liegen. Das heißt, ich muss die vor kurzem gekauft haben. Ich kann mich bloß nicht mehr erinnern. So, ihr seid sehr langsam. 3, 2, 1, jetzt. 4,85 Euro. Du sagst, eine Packung kostet 4,89 Euro. Bist du gestört? Du gibst also 10 Euro für eine Packung Salzstangen das aus? Das Essen, dafür kann man immer gehen. Dann bist du Bill Gates oder was? In Arm, ja. 89 Cent habe ich gesagt. Ja, sehr gut, Bianca. 92 Cent. Raphael, ey, dafür müsstest du eigentlich schon 10 Punkte Abzug geben. Und nicht mehr voll abgeben. Kannst du mir nicht reißen. Das besteht aus Wasser und Mehl. Ich sage nicht, dass ich das für gezahlt hätte. Oh, Junge. Das Ding hätte ich mir auch nicht leisten können. Aber du hast doch gerade gesagt, dass du die letzte Woche gekauft hast. Okay, so. Oh Mann, ich war so gut, jetzt haben wir wieder Gleichstand. Jetzt muss ich zugeben, hatte Bianca einen kleinen Vorteil, einen großen sogar, weil sie es vor einer Woche gekauft hat. Will heute nicht schlafen, das habt ihr heute gekauft. Letzte Woche hat die Bianca es bestellt, ja. Oh, die kosten also nicht alle gleich. Mit Amazon Prime, das ist gemein. Ja, es ist wirklich gemein. Also, es ist so eine Figur, wo Musik rauskommt, ne? Ja. Für die Tonybox. Ich würde sagen, ja, das Ding kann jetzt müsst ihr gleichzeitig teuer sein. Okay. 3, 2, 1, go. 4,90 Euro. Boah, am Arsch. Wie teuer sind die Dinger? Also 14,99 Euro und damit hat Bianca recht. Okay, es wäre komisch, wenn das derselbe Wert wie Zeitspannung hätte. Aber normalerweise kosten die alle nur 12 Euro, ne? Oh Junge, ich komme immer noch nicht auf deinen Seilstangen. So, jetzt habe ich was sehr, sehr, sehr Lustiges für euch vorbereitet. Und zwar... Mach zwei Einstiegs. Och nee. Warte mal, nicht pro Stück.
das Einzelne. Aber ich will die ganze Packung sehen. Was war die ganze Packung? Das heißt, den Preis geteilt durch 85 wahrscheinlich. Hygieneartikel, die dürfen doch nicht so teuer sein. Weil da, also drei, jetzt wird's lustig. Zwei, warte, ich kann noch, darf ich runterschauen? Nein, los. 0,4 zwei, Cent. 0,1 Cent. Du bist ein mieser Lügner. Du wolltest 4 Cent sagen, ne? 4 Euro. Du wolltest 4 Cent sagen, ne? Nein, doch, das ist so teuer. Ich wollte 2 Cent sagen. 2 Cent ist dein Preis. Ja, das ist so viel, ich weiß. Das habe 0,4 Cent. Wie viel wäre das jetzt? Dann würde die Packung 3,20 Euro kosten, sagst du. Vielleicht. Nee, ich glaube, die kostet unter einem Euro. Was hast du gesagt? 0,4 Cent. Das ist auf jeden Fall günstiger als Salz. Es sind 0,8 Cent. Ach, krass. 160 Stück kosten 1,29 Euro. Also habe ich mich um die Hälfte verschätzt ungefähr. Ja, ich kaufe normalerweise die Maxi-Packung. Aber warte, ich bin besser, oder? Ja, es steht 2-1 für dich. Ich muss ja wirklich alles. Jetzt bin ich aber echt am Abwusen. 2-1 für mich. Ich glaube 3-1 sogar, ehrlich gesagt. Echt? Also manchmal ist hier noch ein Preis drauf. Nein, hör auf. Das habe ich jetzt nicht. Das Ding ist schweineteuer. Das ist wirklich teuer. Ich habe das nämlich mal gekauft. Für irgendein Video, ich weiß nicht mehr was. Das war unser Video. Du warst sogar dabei. Ich war sogar dabei. Wir hatten den ganzen Kofferraum voll damit. Aber ich muss sagen, wir haben in einem speziellen Großmarkt eingekauft und da sind noch 6% Gebühr angefallen. Vielleicht vertue ich mich auch, aber ich habe jetzt mit 6% noch oben drauf gerechnet. Ey Leute, ihr müsst auf jeden Fall mitraten. Ich weiß noch nicht mehr, ich könnte jetzt nicht sagen, wie viel so eine kleine Dose kostet, Nutella. Aber die ist richtig teuer. Die sind richtig teuer, ja. 3, 2, 1, go. 16,70 Euro. Jank hat schon wieder recht. 20,12 Euro hat die gekostet. Das ist krass. Okay, Leute, wirklich, ich hätte niemals gedacht, dass ich hier so viele Punkte absetze. Also, damit steht es jetzt 4-1. Und jetzt würde ich mal weitermachen mit dem nächsten Produkt. Und zwar... Ach du Scheiße. Meine lieben Freunde, jetzt kann ich dem Raphael auch noch ein Glas geben. Hey, das ist mein Gebiet jetzt. Da kenne ich mich aus. Ich muss sagen, das war kein Schnapper. Warte, wie viel ist da drin? 42% drin. Das Einzige, was wichtig ist. 3 Liter. Boah, 3 Liter ist schon hardcore. Normal ist 0,5 oder 0,75. Boah, ich glaube, warte, was ist denn was? Die kostet schon echt viel. Okay, Wodka ist aber immer eher günstiger als anderer Alkohol, glaube ich. So, ich würde sagen, ihr habt jetzt genug geblubbert. Nee, warte. 3. Nee, wirklich jetzt nicht. 2, 1, gleichzeitig. Go. 120 Euro. 50. 229,98. Nein! Du hast über 200 Euro für diese Flasche ausgegeben. Das waren die hast du davon schon betrunken. Damit hat die Bianca gewonnen. Komplett gewonnen? Das war das letzte Produkt? Nein, Raphael, entspann dich. Aber das ist auch einfach ein Heimspiel für die Bibi. Das ist gemein, okay. Weil ihr das alles immer zusammenkauft. Also als ob ich mir merken würde, wie viel ich dafür ausgegeben habe. Die Bianca hat es noch nicht mal ausgegeben, weil ich hab's gekauft. Also sie wusste es tatsächlich nicht. Eine Speicherkarte. Was ist denn das für eine? Und jetzt macht ihr so auf Profi, als könnte die sich... Ja, okay, man muss ja schon gucken, wie viel Gigabyte drauf sind. Extrem ja, genau. Pro 64 Gigabyte. 60 Gigabyte ist schon viel. Für eine Speicherkarte ist nicht so viel, nee, ist oder? Nicht so viel. Nee, das ist echt günstig, Moment. 3, ich hab keinen Peil. 2, 1, go. 34 Euro. Oh, warte, 34 Euro? Ja. Ich hab 2,30 Euro. Es sind 15,99 Euro. Was? Wer ist jetzt näher? Ja, Raphaels zweiter Punkt. 5-2, meine Lieben. Wer mich als seinen Finanzberater buchen will. Ja, oh. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Wir sprechen von dem Wert von einer Packung. Oder von einem Kaugummi. Ja, nee, eine Packung. Schwer. Also jetzt komm, das ist jetzt aber wirklich... Das ist wirklich ja, wieder klar. Da muss ich jetzt auch gar nicht lange überlegen. An der Stelle würde ich auch gerne Werbung dafür machen, weil die nämlich einfach Affen mega geil schmecken. Die haben noch nie probiert. Wie bitte? Ja, nur den hier. Onkel Raffi. Ich mach das mir beide gleichzeitig probieren. Oh, das schmeckt wie so prickelnde Limo. Okay, ich will jetzt wieder aus der Pistole geschossen. 3, 2, 1, go. 1,40 Euro. Wie viel hast du gesagt, Bianca? 1,45. Richtig. Was hast du gesagt? 1,80. Könnte man auch dafür hinlegen, würde ich behaupten, für den Geschmack. Man also, aber guck, Onkel abhängen. Raffi kriegt das jetzt für 20 Cent. Leider. Onkel Raffi darf die Packung mitnehmen. Okay, also ich würde sagen, damit steht es 6-2, aber das war auch echt unfair, darum kriegst du den Punkt nicht, Bianca. Wie bitte? Merkst du, der wollte einfach nur Bilou-Werbung machen. Jetzt kommt vielleicht nur noch sonst Produkte. Jetzt wird's spannend und zwar. Oh, ein iPhone. Scheiße, ist das was ganz Neues, was wir... Was ich gekauft habe, ja. Ich habe es noch nicht geöffnet. Ich wäre dir selbst verbunden, wenn du nicht das magische Öffnen für mich übernehmen würdest. Mache ganz kurz,
Wie viel Speicherplatz hast du? Das ist doch wichtig, Onkel Raffi. Aber wo steht das? Das ist das iPhone 13 Pro Max. Das ist ja das teuerste. Ne? Aber wo steht denn wie viel Speicherplatz da drin? Da steht überhaupt nichts drauf. Tja, also, Entschuldigung, das ist doch super entscheidend. Made in China, da kannst du ja nicht so teuer sein, du. 5G hat das Ding auch teuer. 3, 2, 1, go. 1.680. Was? 1.599. Nein! Das ist tierisch teuer. Aber das iPhone Mini kostet 799. Ich bin wirklich schockiert, boah, das darüber, wie gut ich geschätzt habe. Damit steht es 6 zu 2, meine Lieben. Boah, ich schwöre, ich bin wirklich selbstbewusst hier in dieses Video reingegangen, weil die Bibi, die kann so okay, auch nicht. Okay, 3, 2, 1 und jetzt Ergebnis. 20 Cent. Bianca! Entschuldigung, 30 Cent. 49 Cent. Guck mir doch nicht so an, als hätte ich irgendwie mal was geleistet. Junge, was hast du für ein Obstladen ausgeraubt? 3, 2, oh, Bio. 1, Bio ist teuer. Und jetzt? 2,89 Cent. 1,99. Obst ist echt teuer geworden, ne? Ja. 2 Euro. Ich kann die Punkte nicht kontrollieren. Was soll ich hier noch alles machen? Aber warte. Was hier ist, ne, ja? 8 zu, ja klar. Du ja, hast, 8 zu 2 steht's. Ich darf das Video einfach nicht hoch. Raffi, ganz ehrlich. Ich würde das ja auch nicht. Du hast kein anderes Video. Was ist das denn? Hä? Outdoor-Seil. Wieso habt ihr ein Outdoor-Seil dabei? Das habe ich bestellt. Das heißt, es ist wieder fair. 60 Meter Länge. Ein Outdoor-Seil. Ich glaube, die Bianca wusste nicht, dass es nie wandern sehen oder irgendwas im Auto machen sehen. Ich weiß auch wirklich nicht, was ich damit gemacht habe. Ich glaube, ich wollte den Tannenbaum ab. Alles weg, Outdoor-Seil. Was habe ich denn da so? Das Slackline machen. Wofür wollte ich das haben? Keine für ein Video. Ahnung, für ein Video. Ich habe irgendwas oben runtergelassen. Saugeil. Ja, ist ja auch egal jetzt. 50 mm Durchmesser. Uiuiui. Krass, wenn man euch kein Zeitlimit gibt, dann würdet ihr jetzt noch eine Stunde bei diesem Seil reden. Das ist schwarz. 3, 2, 1, go. 8,70 Euro. 19,95. Was? Das ist ein spezielles Auto. Jetzt muss ich mich hier rechtfertigen über meine Einkäufe. Soll ich mal eine Handtasche von der Bibi holen? Eine Fernbedienung. Die ist doch im Fernseher immer hinbegriffen, oder? Nicht, weil wir die nachkaufen mussten, weil der Leo die versteckt hat und wir sie danach wiedergefunden haben. Jetzt haben wir zwei. 3, 2, 1, go. 39 Euro. Sie hat 45 Euro. Das ist die teuerste Fernbedienung, von der ich je gehört habe. Wirklich? Und ich habe die hat auch der drei Knöpfe. Was willst du damit machen? Ja, jeder Knopf kostet 10 Euro. Meiner Meinung nach wirklich Wucher, hast du recht. Weil ich habe nachher eine Universal-Fernbedienung gefunden, die wir hätten auch bestellen können. Die hätte nur 14 Euro oder so gekostet. Habe ich mich echt geärgert. Darum steht es jetzt 10 zu 2. Was ist das? Krass, das ist wirklich. Was habt ihr hier für einen Haushalt? Die Fernbedienung ist so viel wert, wie meine ganze Wohnungseinrichtung. Also, aber. Bitteschön. Ein Lolli. Boah, Junge, wie ich glaube, ich habe das letzte Mal jetzt, den Lolli gekauft. Ich wollte gerade sagen, jetzt kommt es auch darauf an, wo man ihn kauft. Wo man ihn kauft. Ob das so ein Schwimmbad-Kiosk-Preis ist, weil das waren immer Wucher, oder ob das hier aus dem Automaten ist. Raststätte, ganz schlimm. Wo hast du den gekauft? Den habe ich gekauft in einem großen Pack und da waren... Okay, das heißt, der ist schon mal günstiger. Ich weiß es nicht, 60 Stück drin. Ach so, wirklich von diesem großen Pack sollen wir jetzt runterrechnen. Richtig. Okay, das große Pack, würde ich sagen, wird wahrscheinlich so... 3, 2, 1 und... Warte, wie viel Stück waren drin? 50, 60, keine Ahnung. Okay. 3, 2, 1 und go. 60 80 Cent. 14,98 Cent. Was? Wer hat 60, wer hat 60 gesagt und wer 80? Ich habe 60 gesagt. Ich hab 11 zu 2 für die... Ey, ihr habt direkt den Kioskpreis genannt. Ja, hallo, ich habe die auch schon mal für über 1,50 Euro gesehen. Ja, ich habe die auch schon mal... Ja, Wucher. Ja, mega Wucher, kann ja nichts für. Und euer letztes Produkt, jetzt wird's nochmal spannend. Das wird mein Titel, so mega Wucher, bei Bibi und Julian. Oh, die dürfen jetzt nicht... Da musst du aber bitte schreiben, außer Bilou. ganz kurze Frage, wie viele Packungen sind in der Packung? Gut, dass ich so vorbereitet bin. Das war ein 42er-Pack. 42er-Pack. Wer putzt sich so viel die Nase? Ja, wir haben das Ding da stehen. Also irgendwer hat es gekauft. Also heutzutage Schnupfen zu haben, ist Luxus. Oh Gott. Okay. Das darf nicht so teuer sein, weil es ist ein Hygieneprodukt. Ich würde sagen... 18 Cent. 15 Cent. Jetzt will ich mal billiger sein als du. Du hast 15 gesagt, ja. Du 18. Richtig werden 6,4 Cent. Oh, 2,69 Euro. Und damit hast du 11 gewonnen. Verloren. Leute, ich habe noch eine viel geilere Idee, wie ihr jetzt euer Geld nicht loswerden könnt. Weil abonnieren ist kostenlos. Komisch, ne? Achtung, ich mache jetzt die Endcard-Musik. Gerne abonnieren, liebe Freunde, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Gerne einen Daumen nach oben geben, einen netten Kommentar schreiben. Schaut auch gerne bei Bibi und Julian vorbei. Und ich würde sagen, wir sehen uns selber schon wieder am nächsten Video. Haut rein. Ich hol mich jetzt in den Schlaf und tschüss. Falls ihr auf jeden Fall schon